you gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Abspackrunde. Und da wir kürzlich mit Sylvester Stallone abgespackt hatten, dann dachte ich, nehmen wir diesmal einen Arnie-Film. Und ihr habt es ja gerade auch schon gesehen. Arnie, da sehen wir Robert Patrick und Edward Furlong sind bei diesem schönen Spiel mit dabei. Wir spielen das Terminator 2 Arcade-Spiel von Midway. Dem wahrscheinlich besten Terminator-Videospiel aller Zeiten und wahrscheinlich auch mit dem schwersten. Wer jetzt geglaubt hätte, ich spiele hier das beschissene LJN-Spiel auf dem NES, der kann sich das sonst wohin schieben. So, Cyberdyne Systems 800 Series Model 101. Neural Net Processor. Ja, ist passenderweise auch ein Rail-Shooter, ähnlich wie Rambo. Judgment Day. Und wir haben auch Arnie Stimme drin. 3 Milliarden Menschen kamen am 29. August 97 ums Leben. Der Text geht viel zu schnell. Ich habe zu was Intos und kann das alles gar nicht lesen. Wir können einfach nur ballern. Excellent. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, der Penner soll die Klappe halten. Ich habe dieses Spiel noch nie gesehen und will Arnie Stimme hören. Aber sorry, da seid ihr ja an der falschen Adresse. Ja, oh Gott, dieses Spiel ist so sackschwer. Ist halt dieses Mal, oder wir spielen natürlich auch die Arcade-Version. Ich denke, die meisten, die es kennen, werden es wahrscheinlich eher vom Mega Drive oder vom Super Nintendo her kennen. Und ja, wir spielen es auf dem Emulator. Die richtige. Ach du Kacke. Hilfe, ich komme gerade gar nicht klar. Menschlicher Verlust, scheiße. Ich sehe nur die Köpfe der Terminator durch die Luft. Durch die Luft fliegen. Gott verdammt nochmal. Oh, und da sind wir schon im Arsch. Das ist gut. Ja, eigentlich nicht, aber wir haben ja Credits. Die Original Arcade-Maschine hatte, glaube ich, so einen Controller, der so ein bisschen so wie so eine Uzi aussah. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Aber egal. Ja, wir spielen eine Version auf dem Emulator. Ich habe es glücklicherweise nach vielen Versuchen hingekriegt, es so einzustellen, dass ich den Cursor mit der Maus bewegen kann. Ja, und wir haben schon wieder geringe Energie und sind wahrscheinlich tot. Terminated, let's go. Cause Russia knows. Ach. Ja, intelligente Bombe, hasta la vista, baby. Cause the Russian government knows that, ach, kacke, jetzt bin ich schon so fertig, ich komme nicht mal auf dieses scheiß Zitat aus dem Film, was ich jedes Mal erwähne. Cause Russia knows that, ne, cause Skynet knows that the Russian counterattack will eliminate its enemies here. Gott verdammt nochmal, ey. Wir spielen ziemlich scheiße, oder? Wir haben kaum noch Feuerkraft, aber haben sie gerade irgendwie wieder aufgefüllt. Oh Gott, wo kommt ihr denn her, ey? Ja, vielleicht kriegen wir irgendwann im Verlauf des Spiels noch einen von den Schauspielern zu Gesicht. Das Komische ist halt, dass da die haben eigentlich Linda Hamilton haben sie vergessen. Weil ich meine, dass man die später, wenn man bei Cyberdyne ist, sieht man die auch noch. Aber vielleicht haben sie für sie auch ein anderes Aussehen genommen, weiß ich nicht mehr genau. Naja, egal. Und wir sind tot. Schön. Oh.
Menschlicher Verlust. Ja, menschliche Verluste 0,0. Ja, das ist hier wohl nicht drin. Boah, ihr Scheiß. Guckt euch das an, was da angeflogen kommt, ey. Das ist doch nicht normal. So, irgendwie kann ich auch Raketen abballern, das... Mal, glaube ich mal, weil die wesentlich stärker sind. Aber ich glaube, wir haben auch nicht unendlich von denen. Ist immer eine Wucht, wenn man so hier die Köpfe von den Terminatoren da rumfliegen sieht. Ja, super. Nächster Credit weg. Ja, das Lustige ist, wir sind in der Zukunft als Terminator unterwegs, steht da oben Terminator 1 und schießen Terminator ab. Würde eigentlich mehr Sinn machen, wenn wir die Menschen abschießen, wenn wir ein Terminator sind. Oder dass wir halt eben als Soldat spielen. Naja, Rapid Fire Recharge. Baby. Ach, jetzt kommt die schon in Formation daher gesprungen. Oh Gott, ey. Das war auch so ein Spiel, wie hieß dieser Rail-Shooter mit Aerosmith? War auch halt so ein Spiel, was nie einer in der Videothek ausgeliehen hat. Die guten Spiele waren immer weg. Dann musstest du irgendwie was nehmen, irgendwie wie das Terminator Arcade Spiel oder den Rail Shooter mit Aerosmith. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den scheiß Namen. Weil ich gerade irgendwie auf gar nichts komme, weil mein Hirn. Oh Gott, goldene Terminator. Ja, direkt terminiert, bevor so eine fette Rakete in unsere Fresse einschlägt, ey. Schlecht, ey. Boah, Alter, wie diese... Das sind doch diese Hunter-Killer da, ne? Alter Verwalter, ey, was... Das ist ja nicht mehr normal. Ich bin da erstaunt, dass wir dabei nicht gestorben sind oder so. Oh Gott, was kommt denn da angefahren? Ne, das ist der Hunter-Killer, oder? Ne, Moment, Hunter-Killer sind... Das sind Flieger. Na egal, wir hauen einfach mal volle Pulle drauf. Erledigen wir noch, bevor wir drauf gehen, oder? Ey, auch bis zu den Rollbändern unten müssen wir den auseinandernehmen. Yeah. Yeah, wir kriegen ihn tot, bevor wir sterben. Ja, aber dummerweise hat er noch eine Armee goldene Terminator an Bord. Ja, super. Nächster Credit. Scheiß mal drauf. Alter! Was stand da gerade mit Waffenwechsel? Ich konnte es nicht lesen, aber ich glaube, das Aerosmiths Spiel, das hieß Revolution X. Schlachtfeld komplett. Jo, geil. Analyze Terminator Leistung. Ja, das ist gutes Deutsch. Missile Launchers, Ground HK. Ah, okay. Er ist doch ein Hunter-Killer. Boden-Hunter-Killer. 150.000 Abzug, weil wir drei Menschen gekillt haben. Gibt's vielleicht in dem neuesten Terminator-Film goldene Terminator? In Dark Fate? Ah, jetzt sind wir in der Basis. Das ist eher eigentlich so wie das Flashback aus dem ersten Terminator-Film, was wir hier spielen. Ja, mit den Hunden, die Terminator da... Oh, scheiße. Da erkennen.
Habe ich das bei Rambo eigentlich, habe ich glaube ich da auch gesagt, dass Terminator Genesis ist für mich der zweitschlechteste Film aller Zeiten. Habe ich da glaube ich auch gesagt, oder? Oh ja, yeah, jetzt nehmen wir die Penner richtig auseinander. Oder sie nehmen uns dabei auseinander. Menschlicher Verlust, ey, scheiße. Yo, Mann. Bestens, ey. Schlüpfen da irgendwelche Dinger raus? Oh Gott, nee, das sind Angriffszonen. Ah, okay. Und wir sind wieder tot. Oh yeah, ich glaube, wir sterben so echt im Minutentakt. Kann das sein? Alter, ich sehe schon echt alles doppelt hier. Das ist bei so vielen Gegnern auf dem Schirm hier echt kein Witz. Das kann ich euch sagen. Wer hat das gesagt? Ach so, der Typ da an der Tonne war das, ja. Alter Mann. Wenn die mal wenigstens mehr helfen würden, auch wie der alte Typ an der Tonne da, Mann. Der kann doch wohl eine Wumme in der Hand nehmen und mal abdrücken. Aber nee, cooler ist es, wenn wir sterben dabei. Oh, scheiße. Noch mehr? Oh, Mann. Menschliches Versteck komplett. Oh, yeah. Ops. Toller Name. Zwei Menschen verloren. Aber trotzdem excellent, sagt Arnie. So, Alarm bei den Menschen. Skynet hat mit Hilfe der Zeitmaschine einen Rächer zurückgeschickt, um den jungen John Connor zu töten. Verhinder das. Ist das der alte John Connor? Jo. Nicht aus wie der alte John Connor am Anfang vom zweiten Terminator-Film. Jo, der lässt uns jetzt hier einfach mal alleine stehen, während wir hier... Alter, ich bin schon gar nicht mehr am Zielen, ich bin einfach nur am Hin- und Herbewegen. Ach du Scheiße. Ach, da sitzt er jetzt wahrscheinlich. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Wagen von ihm da beschützen. Und der Typ an der Gatling Gun wurde schon auseinandergenommen. Ja, toll. Jetzt kommen wir wahrscheinlich hier runter. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, ey, zum Glück laufen hier nicht diese ollen Terminator rum und dann kommen die hier angelaufen wie verdammte Erdmännchen. Oder was weiß ich was, was dumm aussieht und schnell läuft. Meine Nase vielleicht, die sieht auch dumm aus und läuft schnell. Oh Gott, ey. Fick dich sonst so hin, ey. Jo, also der Truck sieht nicht mehr gut aus. Ich hoffe mal nicht, dass der auch durch Friendly Fire kaputt geht. Jo. Und jetzt ist er auf jeden Fall kaputt. Die Roboter haben gesiegt. John Connor ist vernichtet. Der Widerstand wurde niedergeschlagen. Versuche es noch einmal. Ja, die Welt ist untergegangen. Versuche es noch einmal. Ja, dann... Man kann Skynet ja gar nicht gewinnen, solange wir Credits haben, ne? Man stelle sich vor, selbst wenn Skynet gewinnt, sagt irgendein schlechter Verlierer, nee, ich hab hier 25 Cent.
mit denen setze ich die Zeit wieder zurück. Und vorhin den Sieg von Skynet mit 25 Cent. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Ich hau mal einfach nur auf den Raketenwerfer drauf. Aber wir sind, glaube ich, ganz gut unterwegs, oder? Weil ich meine, der Truck ist jetzt nur vorne am Brennen. Okay, hätte ich nicht sagen sollen. Geringe Energiegleise wie im Eimer. Ja gut, das ist ja egal. Ja gut, eigentlich nicht, aber... Ich meine, die konzentrieren... Haben wir es? Jo, geil! Ich hoffe, der stolpert jetzt nicht irgendwie über einen Draht, der da gespannt ist oder so. Yeah! Bill und Ted! Excellent! Jo, haben wir uns ein paar Credits für verdient. Security Level 1 penetrated. Penetrate. Das klingt so schmutzig, Mann. Kein Truck-Bonus. Terminator 1, excellent. Ja, aber wir haben den Truck doch beschützt, auch wenn wir die Zeit zurückdrehen müssen. Aber jetzt sag mir nicht, jetzt müssen wir den Typen John Connor hier noch beschützen. Ja, komm, bleib da stehen, verpiss dich einfach aus dem Bild. Will dich hier nicht drin haben, weil ich keinen Bock habe, dich zu beschützen. Ich will einfach nur alles plattballern, ohne dass mir hier menschliche Versuchskaninchen den Weg verballern. Oder den Weg stehen, nicht verballern. Es wäre schön, wenn die ballern würden. Das würde nämlich auch mal ein bisschen nach Produktivität aussehen. Also müssen wir auf das Tor schießen, oder? Ich vermute mal. Penetrated, yeah. Geringe Energie, ja, das ist normal. Nehmen wir mal diese komischen Tanks da auseinander, was auch immer die machen. Weiß ich, ist das geschmolzener Stahl da drin? Wären da vielleicht die T-1000 drin produziert oder so? Flüssigen Metall oder... ich habe keine Ahnung. Reloaded. Weil die Handlung von Terminator 2 wird ja sowieso mit dem beschissenen Genesis vergewaltigt bis zum Anschlag. Ja. Oh Mann. Oh shit, da hätte ich vielleicht noch meine Initialien noch in die Wand ballern können, oder? Unsere Feuerkraft ist auch ziemlich im Arsch, aber ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet. Ich glaube, dass wir einfach dann langsamer schießen, je geringer der Balken ist oder weniger Schaden oder sowas machen. Ich weiß es nicht mehr genau. Der regeneriert sich ja langsam auch wieder. Intelligente Bombe, 5 Ziele zerstört. Ey, die Penner stehen ja wieder auf. Was ist denn das? Alter, sind das Penetrierungsschlangen? Oh Gott, ey, nee. Oh, scheiße, Mann, ey. Ich nehme jetzt hier mit den Raketen alles auseinander und ich weiß gar nicht, was wir hier machen müssen. Leben. Weil es kommt mir nicht so vor, als ob es hier vorangeht oder so. Müssen wir diese Tore vielleicht zerstören? Ich versuch's mal einfach. Weil die respawnen ja ohne Ende. Passiert?
passiert mit diesen komischen Drohnen da gar nicht? Die schießt da drauf und die fliegen hinten gegen die Wand und leben auf einmal wieder. Ist doch Bullshit, ey. Wir haben doch alles zerstört hier, was? Ach nee, ach, da hinten. Alter, wer soll das denn auch sehen, ey? Also, ja, okay, jetzt geht's echt weiter, nachdem wir alle diese Luken da kaputt geballert haben. Menschenskinder, ey. Oh Gott, da sind noch ein paar Jägerkiller, ey. Also wenn man das hier so sieht, was die für eine Überzahl hier haben, da fragt man sich doch, wie konnten die... Die hatten doch gar keine Chance da zu überleben, ey. Nicht mal mit John Connor. So gut der auch sein mag, ey. Seht euch das an, wie viele scheiß Terminator die da... Ich meine, wie viele wir schon umgelegt haben, allein in dem ersten Level. Das ist doch nicht mehr normal, ey. Ich schätze mal, ja, wir sind tot. Ich schätze mal, ist das wieder ein Bosskampf? Ja. Feuer, wir nehmen das Scheißding auseinander. Ich muss ja sagen, das ist wirklich sehr, sehr befriedigend, wie diese Dinger hier auseinandergefetzt werden. Alter. Wahrscheinlich wieder eine Armee goldene Terminator in seiner Hose oder so drin. Komm, jetzt gib doch einfach, du dämliches Kackding, ey. Wie viel schlucken die denn, Mann? Schieß doch schon mit Raketen. Ey, die schlucken mehr als, weiß ich nicht, als ein Schluckspecht und ein Priester am Sonntagmorgen. Oh yeah, endlich. Ja, und natürlich kommen wieder die goldenen Säcke aus dem Sack von dem Jägerkiller da raus, ey. Oh nee. Hört das endlich mal auf hier. Ich meine, wir sind jetzt auf dem Weg zu der Zeitmaschine, ne? Heißt also dann, ab dem nächsten Level sollten wir dann ja möglicherweise Sachen aus dem eigentlichen Film sehen. Weil das, was wir hier sehen, ist, egal, ich weiß nicht, was ich hier sehe. Ich sehe nur noch, wie mir schlecht wird, weil so viel Shit auf mich zugeflogen kommt. Alter, was? Mann, ey. Ja, geringe Energie. Es wundert mich, dass ich nicht viel schneller sterbe. Alter, was muss ich denn hier kaputt machen? Das Tor oder? Ne, da oben, diesen... Da kommen diese scheiß Raketen raus, ey. Aus diesen kleinen Abluftschächten, wie das aussieht. Yeah. Vernichtet Skynet. Ja, okay, dann ist auch schon das letzte Level, ne? Das ist Skynet. Geile Sache, dann machen wir Skynet kaputt und dann wird's Terminator Genesis nie geben. Für die Gerechtigkeit der Terminator-Filme machen wir das. Aber ja, gut, es ist Skynet. Also für so ein einfaches Tor hält das verdammt viel aus, muss man ja sagen. Wundert mich nicht, dass da jetzt noch 5 Milliarden Terminator ankommen und das Ding versuchen zu beschützen oder so. Aber die haben wir wahrscheinlich schon alle vernichtet und irgendwann kann auch Skynet nicht mehr Terminator aus seinen Eiern scheißen, oder? Wenn das hier quasi die Gebärmutter da ist. Wie
Hilfe. Wir haben keine Munition mehr, keine Raketen mehr. Und an dem Ding geht überhaupt nichts kaputt. Oh, hat keinen Speicher mehr. Komm mal, geh einmal kaputt. Den Speicher haben wir schon vernichtet. Irgendwelche Dateien findet er sich mehr. Wahrscheinlich stürzt gleich mit dem Bluescreen ab oder so. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind auf einem einigermaßen guten Weg. Das brennt, das Ding. Oh Gott, nein, jetzt kommen die... Ach, da unten ist der CPU-Schacht, sehe ich da gerade. Da kommen diese Hosenschlangen raus, ey. Aus dem... Und stelle sich das mal vor. Aus dem Schacht, wo die CPU drin sitzt, kommt eine Hosenschlange raus. Global Destruction. Ja, das würde ich auch sagen, wenn meine Eier keinen Saft mehr hätten. Ah, ich glaube, jetzt verstehe ich das auch alle mit diesem ganzen Penetration. Und jetzt ist es Intruder Alert, weil wir jetzt versuchen, da durchzudringen, ne? Und diese Rosenschlangen wollen verhindern, dass unsere Schlange da in das Ding eindringt. Ich glaube, das ist der ganze Sinn, der dahinter steckt. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Oh Mann, leck mich am Arsch. So, jetzt ist doch nur noch das Ding in der Mitte da. Und haben wir's? System Failure, yeah! Nimm das, Regisseur von Terminator Genesis, und fick dich in deinen eigenen Hals, ey. Was geht jetzt ab? Erste Mission erfolgreich beendet. Glückwunsch. Ja, dann werden wir jetzt wahrscheinlich in die Vergangenheit reisen, oder? 80% Genauigkeit. 100% Genauigkeit bei den Orbs. Scheiße, sind wir gut, ey. Silverfish heißen die Dinger. Jo, scheiß die Wand an, Mann, ey. Wir sind... Excellent. Jo, dann wollen wir doch mal schauen. Du bist in die Vergangenheit zurückversetzt. Wäre cool, wenn wir jetzt gleich da in den Bikerschuppen gehen. Ja, obwohl, dann würden wir ja Menschen erschießen müssen, ne? Naja. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Geht's denn jetzt auch mal weiter? Um John Connor zu verteidigen. Okay, der musste wahrscheinlich ins Drehbuch gucken, was er als nächstes sagen muss oder so. Naja. Okay. Ja, jetzt hört der Ton auf. Ist das Ding abgestürzt oder... Ich weiß es gerade nicht. ist ja vielleicht umso besser. Okay, das Menü kann ich noch aufrufen. Also das Ding ist nicht abgestürzt. Aber ich weiß auch nicht, was ich tun muss, damit es weitergeht. Vielleicht habe ich eine illegale Version, Skynet hat gemerkt. Naja, genau, weil ich Skynet vernichtet habe, kann ich das Spiel nicht mehr weiterspielen, weil dieses Spiel auch auf einem Prozessor läuft, der von Skynet läuft. Und da wir den vernichtet haben, hat das rückwirkend Nachwirkungen auf die Vergangenheit und wir können das Spiel nicht mehr weiterspielen. Das macht natürlich Sinn. Da muss wahrscheinlich erst Genesis erfunden werden, damit man dieses Spiel wieder spielen kann. Was heißt, ich werde dieses Spiel nie wieder spielen, denn ich kann die Erfindung von Genesis nicht zulassen, weil dieser Film scheiße ist und weil... der Cursor wieder da ist und es trotzdem nicht weitergeht. Egal, ich glaube, ich sollte mich eh mal besser ins Bett hauen, damit ich nicht an irgendwas
mit irgendwas Probleme kriege oder so. Egal, ich danke auf jeden Fall fürs Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.